Herzlich willkommen bei In die Ferne. Wir wechseln heute die Batterie von meinem Opel Combo. Es ist auf jeden Fall machbar. Ich nehme dieses Intro jetzt am Ende auf. Es hat geklappt, das Auto läuft. Aber alles Weitere erfahrt ihr gleich. Also, was ihr braucht, eine Autobatterie. Wir haben die Warta D59 genommen mit 12 Volt, 60 Amp-Hours, 540 Ampere für knapp 60 Euro. Wichtig bei der Batterie, bevor ihr die kauft, vergleicht die Maße der alten Batterie mit der neuen, damit das auch passt. Sonst ist sie eventuell zu lang oder zu breit und dann habt ihr ein Problem. Wir haben noch Handschuhe genommen, eine Ratsche und Bits, zum Beispiel für 10er und 13er Schrauben, ein paar Torx-Aufsätze. Das Ganze dauert 20 bis 30 Minuten. So, und im Bild seht ihr heute mal nicht meine Hand. Ich halte nämlich die Kamera. Ihr seht die Hand von Bernd, das ist mein Schwiegervater. Der hat immer schon sehr viel an seinen Autos selber repariert. Und ich höre heute gut zu, damit ich und auch ihr, wenn ihr möchtet, die Autobatterien in Zukunft selber wechseln können. Beim Opel Combo sitzt die Batterie links. Erstmal müsst ihr den Schmutzfang abschrauben, damit ihr überhaupt an die alte Batterie rankommt. Dann wichtig noch, das Längsgummi auch raus. Es gibt eine Schraube links, die kann man mit einem 10er-Bit entfernen. Eine Schraube in der Mitte, da braucht ihr einen Torx-Aufsatz und eine Schraube rechts, ein 10er-Bit wieder. Wir haben zuerst die in der Mitte entfernt, dann die linke. Es reicht notfalls auch nur, die beiden Schrauben zu entfernen, um den Schmutzfang rausheben zu können. Macht ihr dann auch bitte vorsichtig. Wir haben noch eine kleine magnetische Auffangschale für die Schrauben und die Ratsche benutzt. Das war ganz praktisch. Ja, und Vorsicht, da sind auch noch Schläuche unten dran, lang geführt von der Scheibenwischanlage. Die sind ein bisschen im Weg, bleiben dran, also darauf achten. Noch ein praktischer Tipp von Bernd, der hat immer die ganzen Bürsten gesammelt, die im Haushalt angefallen sind, anstatt sie wegzuschmeißen, und benutzt sie zum Reinigen von so kleinen Zwischenräumen oder Schrauben, Feinmechanik am Fahrzeug. Würde mich mal interessieren, ob ihr auch sowas macht, ob ihr irgendwelche kleinen Tipps und Tricks habt, wo ihr Dinge zweckentfremdet. Wichtig ist jetzt, wenn ihr die alte Batterie abschließt, erst den Minuspol von der Batterie trennen, dann den Pluspol. Wenn es da ein bisschen hakt, dürft ihr auch ein bisschen wackeln. Bei uns hat die Schraube des Haltebackens für die Batteriehalterung auf der rechten Seite ein bisschen geklemmt. Da mussten wir auch ein bisschen dolle dran arbeiten. Genau, die müsst ihr entfernen, das ist eine 13er Schraube. Und dann die alte Batterie vorsichtig rausheben. Nicht kippen, damit keine Sachen da auslaufen können. Wir nutzen die Gelegenheit, um mal ein bisschen im Motorraum Laub- und Pflanzenreste zu entfernen. Falls eure Batterie sowas hat, auch vor dem Einbau bitte prüfen. Schutzkappen links und rechts werden entfernt, die braucht man nur für den Transport. So, auch wiederum bei der neuen Batterie den Minus- und den Pluspol freilegen. Da sind dann nämlich auch noch so Schutzkappen drauf. Ja, ihr seht, unser alter Block war auch wieder etwas widerspenstig. Das war auch noch die alte Originalbatterie vom Combo, die hat 10 Jahre gehalten. Dann stellt ihr die neue Batterie rein und schiebt den Haltebacken wieder zurück an die Batterie, schraubt das Ganze wieder fest. Dann, ganz wichtig, erst den Pluspol befestigen, dann den Minuspol. Also genau andersrum wie bei der alten Batterie, als wir die rausgeholt haben. Achtet darauf, mit dem Schraubschlüssel oder so nicht gegen die Karosserie zu kommen, sonst gibt es eventuell einen kleinen Kurzschluss. Ich habe mir auf der Batterie noch das Jahr markiert, in dem ich die neue Batterie eingesetzt habe, damit ich weiß, wann wäre es mal Zeit, die zu prüfen und zu ersetzen, gegebenenfalls. Die Batterie sollte jetzt zwischen 4 bis 6 Jahren halten, im Bestfall sogar 10 Jahre. Dann müsst ihr noch den Schmutzfang wieder befestigen, die drei Schrauben wieder festschrauben, Längsgummi wieder drauf, Schutzkappen zurück auf den Minus- und Pluspol, damit die Pole nicht aus Versehen zum Beispiel mit dem Metall von der Motorhaube oder so in Kontakt kommen. Testet auf jeden Fall, ob der Wagen anspringt. Bei uns hat das super geklappt, auf Anhieb. Das klingt gut. Dann müsst ihr noch die Uhrzeit und das Datum wieder neu einstellen. Die sind nämlich einmal zurückgesetzt, wenn man eine Batterie neu einsetzt oder wenn ihr auch mal eine Batterie habt, die platt ist. Und wenn wir schon mal einmal dabei sind, dann können wir den Combo auch gleich winterfest machen. Mal gucken, was ich noch hier im Auto rumfahre, was wir schon mal erledigen können. Mich würde noch interessieren,
Welche Dinge macht ihr in eurem Auto selber oder fahrt ihr für alles lieber in die Werkstatt, um auf Nummer sicher zu gehen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und falls das Video für euch hilfreich war, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben, vor allem für Bernd, der sein Wissen mit euch und mit mir geteilt hat, damit wir in Zukunft unsere Autobatterien selber wechseln können. Ihr habt jetzt gesehen, wie Bernd die Batterie gewechselt hat und wir haben alle aufgepasst. Nächstes Mal machen wir das alleine. Das war jetzt ein Akt von, ich würde mal sagen, 20, 30 Minuten. Also man braucht keine Werkstatt notgedrungen, es sei denn, man hat keinen helfenden und allwissenden Automenschen wie Bernd. So. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder. Der Mann, der die Videos schneiden wird, ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.